Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe den Knaller Season 3 Cinematic Trailer für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Zeige ich euch den jetzt. Der geht 2 Minuten. Haltet euch mega fest. Es kommt eine neue Map. Der Trailer zeigt ausschließlich die neue Map. Er zeigt Krypto und noch viele andere Sachen. Ich werde euch den Trailer jetzt zeigen. Danach komme ich nochmal zurück und gehe den Trailer Stück für Stück mit euch durch und möchte hier und da mal ein paar Stellen zeigen, die euch vielleicht nicht aufgefallen, über die es sich lohnt, vielleicht kurz zu sprechen. Und ganz am Ende, also bleibt auch bitte bis zum Ende dran, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich habe die Vermutung, dass mit Start von Season 3 der Kings Canyon, so wie wir ihn kennen, erstmal nicht spielbar sein könnte oder vielleicht ganz aus dem Spiel fällt. Ich hoffe natürlich, dass ich mit dieser Vermutung falsch liege, aber wer die Story über Krypto jetzt die letzten Tage ein bisschen verfolgt hat, der weiß vielleicht schon, auf was ich hinaus will. Ist von mir, wie gesagt, nur eine Vermutung. Vielleicht ist erstmal nur die neue Map spielbar. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer. Viel Spaß dabei. Danach gibt es die Analyse, danach meine Vermutung. Bis gleich. Pack your bags. We're moving to a new arena. I'm like, whatever. Like, I'm afraid of another planet. What was that? Chill, brother. Just a minor turbulence. Totally normal for these parts. Anyway, I've been saying all along we needed a change of scenery. So you're gonna need to find whoever took the tower down and buy them a drink. Why don't you just ask the new guy? What? He ain't too bad of a hacker. He knows everything about anything. Hey, buddy. I hear you're the second smartest guy in the Outlands. Wink. Come on, what are you, hiding something? Kids got some moves. You ready? Smashing through the seriously. Trauma. Hope you know how to count, kid. Try and keep up, old man. Oh, man. Come on, true boy. Mess up my stats or my awesome hair. So does it. That's 7. I approve of this new planet. The air is so uncontaminated. High five. It's about to get heavy. And here comes 10 and 11. Hey, those were mine! Whoa, 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 kid, it's me! It's the old man! Man, I thought you were gonna kill me! Don't be an idiot! I'm not an idiot! Ich starte jetzt direkt mit der Analyse. Viel Spaß. Ich stoppe hier und da einfach mal und erzähle ein bisschen was dazu. Am Anfang jetzt, auch wenn das jetzt nicht mega interessant ist, aber in diesem Jump Ship, das scheint in kleinere Zimmer unterteilt zu sein. Hier sieht man Voodoo-mäßig Bloodhounds Abteil. Danach unschwer zu erkennen. Reagenzgläser ohne Ende. Das kann nur Caustics Abteil sein. Dann haben wir hier Crazy Octane auf seinem Stuhl am Zocken. Könnte man erkennen, der spielt hier unten, hier spielt er ein Race-Spiel, keine Ahnung. Hier irgendwo, keine Ahnung, man kann es kaum erkennen, hier sieht es aus wie ein Ego-Shooter, hier läuft ein Rennspiel. Okay, soll jetzt mit dem Trailer nicht wirklich viel zu tun haben. Hier haben wir Krypto und sein Abteil, es scheint ein Koreaner übrigens zu sein. Und hier, wenn ihr jetzt genau hinhört, ich hoffe, es ist laut genug. Wenn man jetzt nicht als Laie erkannt hätte, dass es eine neue Map gibt, hört mal genau hin, was Mirage gerade sagt. Pack your bags, we're moving to a new arena. Pack your bags, we're moving to a new arena. Also packt eure Sachen, wir sind auf dem Weg zu einer neuen Arena. Wie gesagt, das like, nur am Rande. Okay, jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Und die interessantesten Sachen kommen jetzt eigentlich, wenn sie schon auf der Map gelandet sind.
stupid. Well, why don't you just ask the new guy? What? He ain't too bad of a hacker. Knows everything about anything. Hey, buddy. I hear you're the second smartest guy in the Outlands. Wink. Come on, what are you, hiding something? Also jetzt mal ohne Mist, ich bin übrigens der Meinung, die sollten mal einen richtigen Movie von Apex Legends machen oder eine Anime-Serie. Das wäre perfekt und das wäre mega witzig. Kids got some moves. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall los. Hier könnte man übrigens denken, dass die Squads per Zufallsgenerator entschieden werden. Vielleicht gibt's einen neuen Modus in Season 3, ist eine Vermutung von mir, wo einfach die Legenden so ein bisschen zusammengewürfelt werden und man vielleicht vorher gar nicht weiß, welche Legende man spielt. Okay, und hier jetzt der Blick auf die neue Map. Ich hoffe, ich krieg's ein bisschen klarer hin. Ja, nee, durch den Schnee wahrscheinlich eher schwierig. Egal, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Also wir sehen hier auf jeden Fall eine Riesenmap. Den Part mit dem Zug habt ihr ja sicherlich wahrgenommen. Das wird wahrscheinlich hier unten so ein Streckenabschnitt sein, gehe ich mal von aus. Hier auf jeden Fall das Rieseneisfeld mit einer neuen Stadt, also ein Abschnitt mit einer neuen Stadt. Hier hinten auch nochmal so ein bisschen bunkermäßig, wie wir es aus dem Kings Canyon schon kennen. Hier ist der Vulkan mit diesem riesen Lavafeld. Hier, das sieht aus wie so ein, man könnte jetzt Therme sagen. Therme ist falsch ausgedrückt, aber hier ist ein fetter Geysir. Seht ihr auch in dem Trailer, zeige ich euch das gleich nochmal genauer. Da seht ihr, wie er Octane mit einem Jumppad in so einen Geysir springt. Und man könnte übrigens vermuten, weil wir hier nirgendwo diese Ballons sehen, um zu fliegen, dass das ein Fortbewegungsmittel sein könnte, um über die Map zu heizen. Eine Vermutung von mir. Dann haben wir hier nochmal so eine Art Stadt. Hier hinten ist nochmal so eine Art Tower, da könnte man fast denken, das ist wie so eine Art Raketenabschussbasis. Und hier ist so ein ganz komischer, riesiger Baum. Was das genauer darstellen soll, weiß ich natürlich nicht. You know how to count, kid? Try and keep up, old man. Oh, man. So, Absprung. Zieht euch das rein, es ist ultra, ultra geil. So, jetzt seht ihr hier, wie Watson landet auf diesem riesen Lavafeld. Im Hintergrund ganz viele einzelne Gebäude, bunkerartig, wie man es halt kennt aus Apex Legends. Ich weiß gar nicht, wenn Watson jetzt hier so landet mit diesen ganzen Blitzen, ist das standardmäßig so, wenn man aus dem Jumpship springt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich spiele Watson eher selten. Wenn ich lande, kommen dann diese Blitze? Oder könnte das etwas Neues sein, was kosmetisch vielleicht ins Spiel findet? Könnte auch was Neues sein. So. Hier nochmal ein Blick. Also übrigens habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht. Das Motto von Season 3, Lava and Ice oder Fire and Ice. Passt, hier die Vereisung, hier Lava bzw. Feuer. Also die Leaks, die ich hier und da raushaue, die sind nicht ganz unwahr. Das finde ich immer sehr, sehr nice. So, und hier ist jetzt das Jump Pad, wo Octane in diesen Geysir springt und dann nach oben geschleudert wird. Ganz klar zu erkennen. Hier haben wir das Eisfeld. Ein paar Kampfszenen. So, und jetzt wird es interessanter. Ihr seht hier Krypto und er hat ja so eine Art Hologramm vor sich. Er steuert quasi gerade die Drohne. Seht ihr die Drohne? Die Drohne, Moment, ich lasse es gleich noch ein bisschen laufen. Die Drohne ist gerade hier hinten am werkeln. Er schaut quasi gerade, was hier hinten passiert, weiß, wo die Gegner sind. Das ist quasi seine Fähigkeit, die Drohne zu steuern. So, hier sieht man sie noch ein bisschen besser rumfliegen. So. Jetzt macht das aus, dreht sich rum, rotzt die Leute weg. Bam, bam, bam. Und hier ist der EMP oder das EMP von der Drohne. Seht ihr hier, die Drohne hat quasi hier so ein EMP ausgelöst und hat den Gibraltar quasi außer Gefecht gesetzt für kurze Zeit. Und nochmal schnell, absolut stark. Das ist 7. I approve of this new. Aber übrigens habe ich die Vermutung, dass der hier Deutsch spricht. Krypto, passt mal auf, was der gleich sagt. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Ich verstehe das. Sorry, Leute. Ohne Scheiß. Ich habe das bestimmt 10-mal zurückgespielt. Sorry, Leute. Das klingt wie Sorry, Leute. Und Deutsch-Koreaner. Das ist 7.
Hier noch ein paar geile Szenen vom Caustic und vor allen Dingen die geilste Szene aus dem Trailer überhaupt, der Pathfinder jetzt. High five, absolut stark. Ein paar Kampfszenen, die richtig cool sind, wenn man nur wirklich mal mit dem Portal so umgehen könnte. Also ich finde die Szene absolut ultra geil mit den Portalen. Und diese Stelle mit dem Pathfinder, das ist wahrscheinlich die Stelle, die so thermisch aussieht mit den Geysiren. Bam. Könnte man auch vermuten übrigens, dass vielleicht hier Krypto die Drohne als Waffe einsetzen könnte. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Erbstück für Krypto, ist aber jetzt auch nur eine Vermutung von mir. Das muss so nicht stimmen, ist natürlich klar. Und die Zugszene. Das ist jetzt quasi das erste richtige Fortbewegungsmittel, was man natürlich nicht selber lenken kann. Finde ich aber richtig stark. Und hier sollte klar sein, welche Waffe Krypto hier in den Händen hält. Und zwar ist es die neue Charge Rifle, die sich erst auflädt. Sieht man ja jetzt ganz deutlich. Die Ladezeit ist echt heftig. Aber wenn man sieht, wie der den Caustic weggerotzt hat, wird die wahrscheinlich absolut heftige Durchschlagskraft haben. Bevor ich gleich mit meiner Vermutung starte, diesen Dienstag bzw. nächste Woche Dienstag am 1. Oktober startet mein Livestream. Ich denke mal so gegen 6:30 spätestens. Ich streame wieder in die neue Season rein. Ich hoffe, dass ihr da reichhaltig einschaltet, mich begleitet auf dem Weg in die dritte Season. Da werde ich euch auf jeden Fall versuchen, alles über die dritte Season zu zeigen. Danach wird es tagtäglich ein neues Infovideo über die Season 3 geben, was sich alles geändert hat. Patch Notes, ein Einzelvideo über Krypto und so weiter. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr neu seid und dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lasst. Und ein Abo, wenn ihr neu seid, um den Livestream nicht zu verpassen und zukünftige Infovideos, die ihr von mir jedes Mal regelmäßig kriegt. Jetzt zu meiner Vermutung, warum ich denke, dass Kings Canyon erstmal aus dem Spiel rausfällt. Also inhaltlich muss ich ein bisschen zurückgehen. Es geht natürlich hauptsächlich dabei um das Thema Krypto. Bevor Krypto überhaupt richtig bekannt wurde, beziehungsweise bevor man nur wusste, dass er den Repulsorturm hackt, um Kings Canyon ein bisschen zu zerstören, ging man ja davon aus, dass die Legende böse ist. Böse, böse Krypto, du hast den Repulsorturm gehackt, willst alles kaputt machen. Ganz so ist es nicht. Um das jetzt mal ein bisschen nicht so ins Lächerliche zu ziehen, jetzt kam ja vor ein paar Tagen der Teaser-Trailer über Krypto raus. Und da hat man ja festgestellt, ganz so verkehrt scheint der Bengel ja gar nicht zu sein. Also ich finde ihn jetzt mittlerweile richtig, richtig cool. Was hatte Krypto überhaupt vor? Er möchte sich an einem Syndikat, die mit den Apex-Spielen zu tun haben, rächen, weil er von denen reingelegt wurde. Was da genau passiert ist, kann ich euch storytechnisch leider überhaupt nicht erzählen, weil ich es tatsächlich einfach nicht weiß. Er möchte sich auf jeden Fall auf die Weise rächen. Er hat den Repulsorturm gehackt, wollte so für Chaos und Zerstörung im Kings Canyon sorgen, damit der Kings Canyon für die Apex-Spiele in Zukunft geschlossen wird. Das ist ihm mit dem Hacken des Repulsorturms leider nicht gelungen. Weiter wollte er halt schaffen, dass es geschlossen wird, und er möchte sich so Zugang zu einem Ort namens New Dawn verschaffen, über ein Reiseschiff, keine Ahnung. New Dawn, meiner Vermutung nach, namentlich die neue Map. Also ich denke, dass die neue Map New Dawn heißen soll. Es gibt einen Abschiedsbrief, der an eine Mystik gerichtet ist. Und da sagt er, dass er nach New Dawn reisen will, um dort neue Beweise gegen dieses Syndikat zu finden. So, mit Season 3 startet ja die neue Map. Also kann man ja nur davon ausgehen, dass vielleicht sein Plan aufgegangen ist, er dann neue Beweise sammeln kann. Also könnte es jetzt dadurch, dass wir mit der neuen Map starten, tatsächlich so sein, dass der Kings Canyon jetzt geschlossen ist und wir ihn erstmal nicht oder gar nicht mehr spielen können. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie es kommen könnte. Es ist von mir, wie gesagt, nur eine Vermutung. Ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert, weil ich würde es cool finden, abwechslungstechnisch, dass man beide Maps spielen kann. Vielleicht kommt es auch so, dass man es anfangs nicht spielen kann und der Kings Canyon komplett überarbeitet wird. Nur, dass es komplett raus verschwindet, kann ich mir nicht vorstellen, denn der Ring of Fire von Octane oder das Labor rund um Wraith ist gerade erst ins Spiel gekommen. Also so lange sind wir noch gar nicht drin. So viel Mühe für so ein paar Wochen
kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht passieren wird. Übrigens, Plan A war es von Krypto übrigens. Er wollte sich in die Apex-Spiele reinschleusen über Qualifikation. Das hat er leider nicht geschafft. Deswegen eigentlich erst die drastische Maßnahme, den Repulsor-Turm zu hacken. Das mal noch, by the way, um die Story komplett so ein Stück weit zu erzählen. Weitere Informationsvideos, wie gesagt, auf meinem Kanal so aktuell wie möglich. Ich hoffe, dass ihr bei dem Livestream nächste Woche Dienstag alle reichhaltig am Start sein werdet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde sicherlich auch nochmal einen Community-Beitrag in meinem Kanal reinstellen, um einfach mal zu fragen, wer alles am Start ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr da reichhaltig einschaltet. Lasst fette Daumen regnen, fette Kommentare. Neue Abonnenten würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Und am Sonntag gibt es den nächsten Livestream von mir. Voraussichtlich. Macht's gut. Ciao.